Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unholy Heights. Ist schon ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Und ich werde mir hier mal durch die Räume durchschauen. Erstmal, wie es den ganzen Bewohnern geht. So, also hier ist okay der Zombie, ne? Das Room rocks. Vielleicht kann man die Miete noch ein bisschen anheben. Nee. So, also ich weiß gar nicht warum, aber ich mag irgendwie unbedingt auf dieser besten Zufriedenheitsstufe bleiben. Zumindest bis die hier ganz voll sind mit der Satisfaction. Gut, die beiden hier sind wieder mit der Miete mächtig im Rückstand. Bevor die ausziehen, lasse ich sie mal quasi umsonst wohnen. Weil die wollen wir ja auf jeden Fall haben. So, die Pflanzenelementarfamilie ist super happy, so wie es aussieht. Wir können die Miete noch weiter anheben. Na komm, na komm. Wann fangen sie an, sich zu beschweren? Hier. Room is decent. Na ja, gut, dann gehen wir wieder ein bisschen runter. So. Der Kleine kann hoffentlich eh nicht ausziehen. So. Noch ein Zombie. So. This room rocks. Oh, die sind not behind on rent. Hier sind zwei Sukubi und die sind nicht, die zahlen ihre Miete. Sowas hatte ich ja noch nie. Ach so, die ist auch super niedrig, ne? Wegen, wahrscheinlich waren sie schon richtig im Rückstand. So, schauen wir mal so. So. Die wollen alle gar nichts haben von mir. Und ich habe so viel Geld. Das ist doch... Okay, die sind... Jetzt sind wir durch. Okay. Gut, und wie sieht's mit den Quests aus? None in progress. Und ziemlich viel completed. So, Rise of Prophet Elders. Was war denn das Schwerste, was wir bisher geschafft haben? Wir sind so bei 2.500 Gold, so wie es aussieht von der Queststärke. Rise of Prophet Elders. Elders has become the King Sorcerer and is sending his soldiers to extinguish the devil. Naja. Immer her damit. Schauen wir uns das mal an. So, hier geht jemand zur Arbeit. Und ich glaube, ich drehe mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch, bis die erste Angriffswelle daherkommt. Warning! Misguided ship approaching! So. Gucken wir mal, was da kommt. So, Nahkämpfer. Fernkämpfer. Magier. Okay. Den Nahkämpfer lasse ich bis nach oben kommen, auf jeden Fall. So, raus. So, und die hier werden vom Superkuss aufgehalten. Der wird einge... Oh, der ist nicht zu Hause. Dann brauchen wir hier die Fernkämpfer. So, und sie geht jetzt mal nach Hause. Und das da hier sieht gut aus, würde ich sagen. Und erste Welle geschafft. So. 79 Gold. Engaging in Pillow Talk. Gut, hoffentlich gibt es auch bald mal Nachwuchs. Und die zweite Welle kommt. Ich glaube, ich habe schon sehr oft gesagt, dass ich die Musik sehr geil finde in dem Spiel. Entschuldigung für das böse Wort. So. Oh, er darf nicht mitkämpfen, ne? So, Nahkampf, Nahkampf, Magier. Okay. Oh, nochmal Magier. Schauen wir mal, wie die Zombies so unterwegs sind. Okay, den schicken wir einmal nochmal zurück. So. So, und hier, 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 hier. Dann brauchen wir ein bisschen Support. Nein, 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 das war so nicht gemeint. Ich wollte die Tür aufmachen. Du gehst jetzt aber weg. Du bist fast tot. Genauso wie sie hier. Naja. Ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, einer ist gestorben hier oben, oder? Nee, sieht gar nicht so aus. Nee? Nee? Eating a fruit. Sehr schön. So, und die letzte Welle kommt dann demnächst, aber die werden jetzt alle zur Arbeit geben. Fleeing into the night. Okay, scheiße. Die hatten schon zu viele Mietrückstände. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich kann ja im Kampf nicht die Miete anpassen, verdammt. Weil die hier konnten auch schon wieder nicht bezahlen.
Oh Gott, was ist das für eine Kanone? Die warte ich mal ab. So, und jetzt hier. Gut, da ist mir jetzt ein Zombie draufgegangen. Oh, komm, geh doch zurück. Gut, das haben jetzt leider ziemlich viele Einwohner gekostet. Aber die Quest ist durch. Und hat immerhin 3000 Gold gebracht. Entschuldigung, ich muss mich schon wieder räuspern. Ich habe immer noch dieses Problem mit dem Hals irgendwie. So, drehen wir die Miete mal auf ein halbwegs vernünftiges Niveau für die leeren Räume. So, und hier müssen wir gucken, ne? No cash for rent and give me notebook. Ja, super. Naja, wir können es uns leisten. So. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben zweimal Zombies immer noch. Die sind aber nicht sonderlich fit. Unemployed, nee. Ah, naja. Ich will mich nicht beschweren. So, Level 1 Demon wollen wir nicht haben. So ein Abyssal. Ja, aber der hat einen beschissenen Job. Aber ich glaube, ich habe eh keine für Abyssals geeigneten Räume. Ja, komm mal rein. Halt, nein. Nein, nein, nein. Ich will gar keine drei davon. Der fliegt sofort wieder raus. Da war er. Zack, tschüss. Diese Langstrecken... Diese Langreichweiten-Viecher sind eh nicht so super nützlich. Ihn will ich auch nicht. Vielleicht so einen... Eine Chimäre, der will nicht. Ich brauche neue Einwohner. Unemployed, nein. Die haben eh zu wenig Geld. Kann ich die als Arbeitslosen nicht auch noch gebrauchen? Picturebook Storyteller, ja, warum nicht? Wie sehen denn die Stats aus eigentlich? So, 26, 19, 41, das ist nicht schlecht. Oh, I feel cold. So. Oh, sie kommt in Air Conditioner hingestellt. This room is meh. So, ich lasse mal die Miete bei ihr jetzt einfach mal unten. Hatte keinen Sinn, wenn die gleich wieder ausziehen, deswegen. Wegen der Miete. Was will ich denn jetzt hier noch drin haben? Ich habe zwei Zombies, ich habe zweimal Langreichweite, ich habe dreimal Succubi. Ich hätte gern echt mal wieder irgendwas anderes. Nahkampfmäßig ist das Damage macht. Gerade oben im ersten Geschoss, dicht hier zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, was die brauchen. Wie sieht denn der Raum aus? Ist eigentlich ziemlich gut ausgestattet und ist relativ teuer halt, ne? Ja, schauen wir mal. Vielleicht findet sich ja irgendjemand. Auf jeden Fall kein Succubus mehr. Oh! Aber gleich nochmal ein Gratis-Einwohner. Es geht inzwischen deutlich schneller, ne? Könnte natürlich auch mal wieder einen bösen Cheapie reinnehmen. Nein. So. Also, dann lassen wir die mal ganz umsonst hier wohnen, aber das, die andere Tapete kriegen sie erstmal nicht. Level 1 Demon wollen wir auch nicht haben. Ja, komm mal her. Scalper! Na, Wahnsinn. So. Schauen wir da mal rein. 1877. Okay, der ist richtig scheiße. Der fliegt sofort wieder. Ich weiß, ich könnte vorher gucken, aber irgendwie... will ich immer nicht, dass sie wieder weglaufen, wenn sie irgendwie gut wären. Guck mal, wir haben Nachwuchs. So, wir müssen noch irgendwie diesen einen Raum wieder voll bekommen. Nee, der ist so schlecht. Wie süß. Daydreaming, sleeping in a hammock. UFO-Fanatic. Oh. Und ein zufälliger Angriff. Some guild approaching. Naja. Also das soll ja wohl kein Problem sein.
kaputt. So, 44 Gold. Jetzt muss ich mal direkt gucken, ob hier irgendwas Spezielles vielleicht noch gehen könnte. Ja, also so einen Halbmenschen kriege ich auf jeden Fall nicht rein, will ich gar nicht. Oh, Chimera is suspicious. As a loyal fighter loves working out, so make sure to give them lots of gimmick equipment. Unfortunately, wolf guys tend to be wraith of dingy, especially with money. Tja, das können wir ja schon. Super Range, die will ich haben, dazu muss ich mir wahrscheinlich wirklich mal einen reinholen. Gut, dann wird der Raum mal ein bisschen rausoptimiert in die Richtung. Boah, sind die teuer. Appmaster kommt rein. Ich will so einen Wolfguy jetzt haben, damit wir da auf den nächsten Level kommen bei denen. Ah, das war ein Abyssal. Die wollen wir hier nicht haben. Zieh dich. Meine Güte, kommt da nicht mal was Gescheites? Oh, Seal Devil was promoted for Game Tester, from Game Tester, mal schon. Florist und sogar gute Stats, genau sowas wollte ich haben. So, 104 war das, ne? Programmer, from Game Tester to Programmer. So, und die wollen einen Dresser. Wo ist denn der mit drin? Oh, das sind wir. Dresser. Und Spiegel hat's schon. Also mach ich Upgrade auf den Spiegel. So. Not half bad. So, schön. Gut. Und hier geht schon wieder das los. 121, die Wohnung umsonst. Weniger kann ich nicht machen. Und hier gehen wir mal ein bisschen runter. Give me two-door fridge. Natürlich. So. Das Wetter ist scheiße. Das heißt, unsere Demons haben extrem gute Werte gerade. Also hole ich mir mal die neue Hauptquest. Und stell mal in die Räume hier so Life Potions rein. Von denen zu. Nein. Da. So. Gimme Inverted Cross. Naja, meinetwegen. Ist nicht bei Decoration mit dabei? Der Raum ist bald voll, ne? So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt schaue ich mir mal das Quest an, was ich gestartet habe überhaupt. Scouts have returned and the governor has grown desperate. He's dispatching an army. Oh, oh. So, wie sieht's aus mit dem Zustand meiner Bewohner? Ist ganz gut, bis auf sie. Power Scout Platoon approaching. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie so Power Scouts aussehen. So, einmal Nahkämpfer, zweimal Nahkämpfer, dreimal Nahkämpfer. Ja, das sollte. Und sie. Ah ja, sie trinkt jetzt gleich die Potion. So, dann machen wir da einmal so. Und du gehst nach Hause. Und die Fernkämpfer hier sind nicht zu Hause. Und die sind jetzt alle oben, das ist natürlich scheiße. Und sie ist noch draufgegangen, verdammt. Habe ich jetzt schlecht aufgeteilt. Ich habe gehofft, die kämpfen auf zwei Etagen. Muss ich beim nächsten Mal wieder besser machen. So, und hier ist jetzt einer draufgegangen. Hier ist jetzt einer draufgegangen. Blöd eigentlich. Aber ich glaube, das war eh nicht der eigentliche Mieter. Nee, das war dieses arbeitslose Anhängsel. Von da ist nicht schlimm. So. Bow Army Platoon approaching. Fernkämpfer, damit kann ich schon mal wesentlich besser umgehen. Das wollte ich zwar jetzt noch nicht. Ich schicke dich auch erstmal nochmal zurück.
Okay, Nahkämpfer, Fernkämpfer, Fernkämpfer, Fernkämpfer. Oh oh. So. Und hier separieren wir mal. Und du gehst zurück. Und du gehst auch wieder zurück. So, jetzt gehst du zurück. Und er geht wieder weg. Oh, oh. Gerade so. Naja, gut. Ein bisschen Schwund ist immer, aber die Tsukubi sind ja... die Tsukubi sind ja immer relativ leicht wieder zu ersetzen. Wir können nochmal mit reinfeuern. So. Wunderbar.